Kopfstand lernen ist gar nicht so schwer. Am einfachsten lernst du den Kopfstand, indem du in eine Yogastunde gehst. Du musst natürlich ein Yogazentrum rausfinden, wo Kopfstand auch gelehrt wird. Es gibt manche Yogazentren, die lehren keinen Kopfstand, und in anderen wird Kopfstand gelehrt. Dann solltest du natürlich erst die Yoga-Grundübungen kennen, um deinen Körper auch zu beherrschen und zu entspannen. Dann solltest du die Muskelkraftübungen machen, mit denen du die Schultermuskeln und die Oberarmmuskeln stärkst. Dazu gehört zum Beispiel der fliegende Hund und auch der Ellbogenstand sowie auch der Delfin. Diese solltest du gut beherrschen, und wenn du diese beherrschst, dann hast du die Muskelkraft und dann kannst du in den Kopfstand gehen. Um den Kopfstand zu lernen, ist es gut, wenn dir ein Yogalehrer hilft. Der kann dir zum einen zeigen, wie du ihn richtig machst, wie du das Hauptgewicht auf den Ellbogen hast. Denn das ist ja auch wichtig. Kopfstand im engeren Sinne, wie wir beim Yoga machen, ist ja eher Ellbogenstand. Und so gilt es erstmal zu lernen, wie du ihn richtig machst. Das zeigt dir ein guter Yogalehrer, gute Yogalehrerin. Und dann wird er oder sie dir auch hineinhelfen in die Stellung. Du wirst spüren, wie gut dir das tut, und wird dir die Tipps geben, wie du das gut üben kannst. Manchmal sagt man, man muss 100 Mal aus dem Kopfstand fallen, bevor man den Kopfstand wirklich beherrscht. Wenn du ein bisschen älter bist, willst du vielleicht nicht die ganze Zeit aus dem Kopfstand fallen. Dann gibt es auch Möglichkeiten, wie du in den Kopfstand hineinkommst, ohne dass du fällst, zum Beispiel unter Zuhilfenahme einer Wand. Oft musst du heutzutage Yogalehrer und Lehrerinnen auch darum bitten, dir in den Kopfstand zu helfen. Yogalehrer, Yogalehrerinnen sind heute etwas vorsichtiger als vielleicht vor 35 Jahren, weil sie nicht wissen, will der Mensch wirklich in den Kopfstand kommen, will er wirklich geholfen bekommen. Aber wenn du den Yogalehrer, die Yogalehrerin fragst, wird er oder sie dir auch helfen, während der Yogastunde oder auch vorher oder nachher. Wenn dein Hals-Nackenbereich okay ist, dann wird ein guter Yogalehrer dir in den Kopfstand hineinhelfen können. Übrigens, auf unseren Internetseiten gibt es auch einige Videos zum Thema Kopfstand, Vorübungen zum Kopfstand und wie du auch einfach in den Kopfstand hineingehen kannst. Geh einfach auf yoga-vidya.de, gib ins Suchfeld ein Kopfstand.